Die Jötner sind los! Ich begrüße euch zu Northgard, wo wir hier den dicken Jafnader haben, der hier mit seinem fetten Hammer, mit seinen fetten Hämmern richtig abgehen kann. Und wir haben natürlich jetzt hier unsere Leute, mit denen wir uns hier drum kümmern müssen, ein paar Gebiete zu erforschen. Das machen wir natürlich recht fix. Und wir werden auch schon mal hier ein Wohnhaus bauen. Einfach damit wir nicht gleich am Wohnhauslimit sind. Das könnte ja relativ schnell passieren, nicht wahr? So, deswegen erstmal warten. Abwarten, Tee trinken und dann mal gucken, was so passiert. So, die beiden Gebiete werden hier schön erkundet. Was haben denn die Eber? Schönes, schlichtes Leben. 50 weniger Holz für die Errichtung eines Gebäudes. Mega geil. Besiedlung. Weniger Nahrung zum Besiedeln. Mega geil. Na gut, das haben wir sowieso. Heilkundigen kriegen hier mehr Wissen und so weiter. Und Produktion auf Zufriedenheit. So, was haben wir hier? Hier mal Ruinen. Toll. Erstmal noch keinen Wald. Warte, geh mal bitte hier erforschen. Ich glaube, hier könnte es interessant werden. Wobei, nee, da sind... Da war Tiere, ne? Das heißt, wir sollten eher... Ja, gehen wir hier hin zu den Ruinen. So, und dann bauen wir da einen Holzfäller. Ist jetzt halt kein richtig schönes Waldgebiet, aber naja, gut. Hauptsache, wir kriegen halt ein bisschen was hin, ne? Wir brauchen so oder so noch Holzfäller. So. Geh du mal da hin. Der braucht echt länger, das Gebiet hier zu erkunden. Krass. Warum braucht er so lange, das Gebiet zu erkunden? Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ja, genau. Ach, hier gibt es sogar auch noch Fische. Rehe und Fische. Also auf der anderen Seite wahrscheinlich Fische. Aber hier gibt es erstmal Rehe. Cool. Okay, hier können wir schön fette Nahrung bauen. Und ja, dann halt für weniger Holz Gebäude errichten. Finde ich mega nice. Das finde ich richtig episch. So, das müssen wir schnell besiedeln. Das heißt, wir sollten einfach schnell hier vielleicht einen Hafen bauen. Oder wir bauen hier direkt eine Heilerhütte. Können wir auch bauen, theoretisch. Wir können auch direkt eine Heilerhütte bauen. Dann kriegen wir nämlich direkt auch mehr Wissen. Soll ich direkt eine Heilerhütte hier bauen? Ja, machen wir direkt eine Heilerhütte. So, du wirst zum Holzfäller und haben wir noch einen. Hier, du wirst auch Holzfäller. Erstmal schön viel Holz holen, bitte. Und dann halt hier Gebäude schön günstiger machen. So, was gab's sonst noch? Nicht aufgewertete Gebäude erhalten einen Produktionsbonus von 10%. Ja. Minus 10% Gebäude in Instandhaltungskosten. Ist nicht so nice im Endeffekt, weil halt, sobald wir das Gebäude aufwerten, was ja eigentlich besser sein soll, bringt uns auch negativen Effekt, Gebäude aufzuwerten. Allerdings natürlich für den Großteil der Sachen... Ach, guck mal, hier gibt es auch Fische. Für den Großteil Gebäude ist natürlich ganz nice. Drei Zufriedenheit maximal... Nee, ein Zufriedenheit pro drei besiedelter Gebiete. Okay. Ah, Gebiete mit Wäldern, Sümpfen, Giftsümpfen oder Fischen gewähren ein Zufriedenheit. Geil. Handelsposten zu neutralen Fraktionen freigeschaltet und... Neutrale Fraktionen nehmen alle Ressourcen an und ihr gewährt Einzufriedenheit beim Handel mit ihnen. Auch ziemlich geil. Also sehr viel mit Zufriedenheit. Reduziert die Feindseligkeit der Umwelt um 70%. Erhöht die Produktion, die nicht von Dorfbewohnern stammt, in Wäldern, Sümpfen oder Fischen um 10%. Das heißt, mehr Nahrung. Auch ziemlich geil. So. So, die kriegen jetzt hier... der holt sich jetzt hier ordentlich... Naja, okay, tatsächlich nur Wissen. Tatsächlich nur Wissen, keine Nahrung. Das ist nicht so nice. Das ist ja doof. Okay. Ja, also tatsächlich nicht so mega cool. Aber ja gut, wir kriegen ein bisschen Wissen dazu. Naja gut, das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig toll. Nicht so, wie ich es eigentlich haben wollte. Aber was soll's? Nee, nicht Holzfällerhütte. Wir wollten eigentlich eine Jägerhütte bauen hier drüben. Bitteschön. Lauf mal hier rüber. Und hier unten einen Hafen, wenn wir denn gleich genügend Holz haben, was noch ein bisschen dauern könnte. Ach, guck mal, hier steht ein Jötun rum. Okay. Oh, da steht auch einer rum. Okay, das ist jetzt aber nicht so nice, da sollten wir also bald aufpassen. So, das werden wir auch mal hier erforschen. Und dann brauche ich erstmal hier ein Langschiff-Dock. Schön. Will mehr Wissen haben, damit hier meine Gebäude günstiger werden. Okay, genau. Seeort zum Angeln. Sehr schön. Und mein
Speer kann, sobald er verletzt ist. Ey, genau, ich werde warten, bis er sich einmal verletzt. Sobald er verletzt. Alter, hier auch ein Jürtun. Stehen hier überall rum. Aber ich denke mal, in der Richtung hier ist wahrscheinlich nicht so gefährlich. Wow, guckt euch das an. Hier überall so ein paar Jürtun. Und hier sind natürlich die feindlichen Jürtun, ne? Das sind die Bösen hier. Ja, gut. Das ist mir jetzt eigentlich auch egal. Ist mir jetzt erstmal egal, wo die alle rumhängen. Sollen die da machen? Ja, er vernichtet die feindliche Fraktion. Okay. Und erhaltet euren Jötunhelden. Erhaltet euren Jötunhelden auf jeden Fall am Leben. So, ihr geht bitteschön einen Raubzug für Wissen starten. Dankeschön. So, kriegen wir ein bisschen schneller Wissen, ein bisschen mehr Wissen auch. Das ist doch ganz schön. So, dann gehen wir erstmal hier mit unseren beiden Helden dahin. Sollen die sich da erstmal drum kümmern. So, schlichtes Leben, ne? Ach, guck mal, die können auch Schädlingsbekämpfung. Ha. Oh, das war gar keine spezielle Technologie von denen, ne? Toll. Ja, Besiedlung. Reduziert ihr? Stimmt. Das wollte ich ja eigentlich erstmal erforschen, damit wir weniger Nahrung gebrauchen. Weniger Nahrung benötigen. So, Fischerhütte kostet jetzt nicht mehr wahnsinnig viel. Das finde ich sehr gut. Hier, du kannst... Ihr könnt jetzt hier erstmal hin und auch ein Silo bauen vielleicht. So, bitteschön. Bauen wir ein Silo da und dann bauen wir... Oh, wenn wir ein bisschen mehr Nahrung, ein bisschen mehr Holz hätten, auch ein weiteres Silo. Hä? Moment mal. Ach so, doch, hier ist ein Wald. Okay. Wenn wir das einnehmen, können wir hier einen Holzfäller bauen. Oh, und es wird auch langsam Winter. Das heißt, wir sollten uns beeilen etwas. Dann komm mal rein hier. Beide. Beide. Druff da. Auf den Jötun. Ja. Da kriegt der gute Swan schon ganz schön Schaden. Da kostet schon einiges an Leben hier, ne? Das kostet ihn schon einiges. Okay, so, geh mal hier rüber. Wirst du erstmal geheilt. So, ist okay, denke ich, ne? Kann man schon mit leben. So. Problem ist halt, wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen definitiv mehr Holz, sonst überleben wir den Winter nicht. Es ist schon Oktober, es wird schon langsam etwas unangenehm hier. So, ein bisschen mehr Nahrung ist okay, meinetwegen. Komm mal kurz hier mit rein, dass wir jetzt erstmal noch mehr Wissen bekommen. Bitte kommt mehr Wissen. Schnell, Leute. Wir brauchen mehr Wissen. Vielleicht schicke ich doch noch einen weiteren Kollegen hier hin. Dass wir erstmal noch ein bisschen mehr Wissen haben. Damit wir das Gebiet dann gleich günstig einnehmen können. Ich meine, 30% weniger, ne? Ja. Das sind immerhin 30 Nahrung weniger dann. Wobei, es wird, glaube ich... Ah Gott, 25 Holz kostet die. Ja gut, das könnten wir schaffen. Mal sehen. Gleich bricht der November herein. Nee, es ist ja schon November. Gleich bricht der Schnee, der Winter herein. Dann wird es natürlich schon unangenehm. Dann werden wir schon einiges an Holz benötigen. Aber im Moment ist okay. Wir sind jetzt bei 82. Okay, ich glaube... Wir sollten es noch hinkriegen. So. Ah, wir kriegen tatsächlich sogar noch plus 1 Holz. Okay. Ja, gut, dann ist das ja alles gar kein Problem. Dann ist das ja ganz entspannt. Was machen die eigentlich groß hier? Werden die viel angreifen? Machen die viel? Oder können wir hier uns ganz entspannt ausbreiten? Ich glaube, wir haben tatsächlich keinen großen Druck irgendwie. Nicht so viele Leute gegen uns, ne? Okay, Besiedlung. Zack. Und besiedeln für 80. 80 sogar nur? Also nur 80 jetzt? Okay, gut, umso besser. Umso besser. Dorfbewohner, bitteschön, hier rüber. Und Wohnhäuser haben wir noch genug, weil wir halt ja auch Gebiete haben. Und die Gebiete bringen uns halt auch nochmal richtig schön was. So, erstmal hier anfangen bitte. Die Gebiete bringen uns richtig Boni. Das ist schon nice. So, jetzt kriegen wir minus 1 auf Holz. Okay. Erstmal. Ändert sich gleich. Keine Angst. Ich frage mich, warum hier stand, dass bei der Clan-Beschreibung, dass die einen Negativ-Effekt haben. Oh, Angriff der Riesen. Okay.
Unser Feind schickt Jötner, um uns zu vernichten. Wir sollten uns auf einen Angriff gefasst machen. Okay, das heißt, ich sollte dann hier definitiv auch Verteidigungstürme bauen. Und vielleicht auch... Ah, Speer wurde verletzt. Das wollte ich hören. Nein, weiß nicht. Wollen nicht, aber... Dann kann ich jetzt die Zeit nutzen, um hier die Erkundung der Ruine zu machen. Okay, die schicken Einheiten auf uns. Puh, okay. Dann sollte ich mich also wirklich vielleicht auch mit ein paar anderen Gebäuden hier zurück vorbereiten. So, zack. Hier geht erstmal schön Holz hacken hier. Na, ja, bitteschön. Okay, die beiden sind hier gleich geheilt. Sehr schön. Ah, perfekt. Ich würde als erstes auch tatsächlich, ja gut, ich muss ein Ausbildungslager bauen. Das ist leider ein kleines Problem, in Anführungszeichen. Ist eigentlich kein Problem. Kommt, ihr holt uns mal ein bisschen was raus hier. Ist kein großes Problem tatsächlich. Aber ich möchte halt gern mit Axtkämpfern gehen, ne? Weil die Axtkämpfer Fernkampfschaden machen und die Jötner, die machen Flächenschaden. Das heißt, da bin ich mit Fernkämpfern ein bisschen besser dran. So, also hier bessere, ja, bessere Heilung und so weiter. Vielleicht sollte ich aber tatsächlich auf Waffenschmied gehen als nächstes. Badum. Unser Feind schickt Jötner. Ja, ich weiß. Sollte ich erstmal auf Waffenschmied gehen, damit wir ein bisschen stärker sind in Angriff. So, wir brauchen hier einen Turm. Am besten hier hinten. Das wäre sehr praktisch. Mach du das mal bitte, Kollege. Kollege. Obwohl, das Festmahl hält noch an. Ne? Vielleicht sollte ich lieber erstmal das Ganze noch ausnutzen. Solange noch... Achso, nee, jetzt ist es eh vorbei. Jetzt ist es eh vorbei. Okay, dann ist auch egal. So, 3 von 3 Gebäuden hier. Und... was? Unser Hoheitsgebiet steht unter Angriff. Ah, gut, kein Problem. Nur ein lächerlicher Wolf. Der macht nichts. 100 Kreins und 50 Wissen. Nice. So, das heißt, wir können jetzt Waffenschmied erforschen. Okay. Ja, gut, dann sind erstmal unsere Einheiten ein bisschen stärker. Und dann bauen wir hier als nächstes das Ding hin. Und ein Axtwerferlager. So. Oh, jetzt müssen wir uns auch bald wieder ein bisschen ausbreiten, ne? Damit wir hier wieder mehr Gebiet bekommen. Mehr tolle Sachen, ne? Ha. Ja, mal sehen. Weiter ausbreiten, nach und nach natürlich hier, ne? Ist ja klar. So, erstmal schauen. Jetzt kommt gleich der Angriff von denen. Der Turm ist hoffentlich gleich mal fertig. Dauert noch ein bisschen. Meine Güte. Komm mal her hier. Bereits den... Okay. Baut das Gebäude als nächstes. So, sie müssten ja im Prinzip hier durchkommen, wenn sie uns angreifen, ne? Das ist ja eigentlich der Weg. Und das ist hier ein ganz komisches Gebiet. Wie ist das denn geformt hier eigentlich? Schon ulkig. Naja. Zack. Erforscht. Sehr schön. Hier gibt es eine Runenstelle. Gibt es hier keinen Fisch? Hier ist nur Wasser, ne? Echt einfach nur Wasser. Ist ja doof. Schade. Na gut, unser Speer kann weiter seinen Diensten folgen, kann hier weiter fröhlich arbeiten. Hier haben wir 2 von 3 Gebäuden im Moment. Da müssten wir als nächstes natürlich dann auch ein Bergwerk hier, bauen, ne? Das kommt dann aber noch. Noch nicht so fix. Hier können wir ein Wohnhaus hinbauen. Da, bau mal bitte, damit wir mehr Dorfbewohner bekommen. Und wir kriegen nicht so viel Zufriedenheit. Warte, was war denn hier die Geschichte mit Produktion? Ah, da. Wälder, Sümpfe, Giftsümpfe oder Fische gewähren eine Zufriedenheit. Das ist dann da unten der Weg. Okay. Das heißt, da müssen wir dann als nächstes mal hingehen. Okay, gut. Ich habe auch fast noch nie einen Altar der Könige gebaut, ne? Baue ich viel zu selten. Baue ich viel zu selten irgendwie. Jetzt haben wir eine Zufriedenheit von 0 tatsächlich. Wow. Krass. Axtwerferlager ist gebaut worden.
Dann holen wir uns mal einen Axtwerfer, oder? Soll ich mal einen Axtwerfer uns holen? Ja, können wir mal machen. Und wir brauchen aber auch schon mal ein Brauhaus hier. Bitteschön. So. Schauen wir mal, wo kommt jetzt der Angriff? Wo kommen sie denn hier? Kommt da was? Da läuft einer rum. Aber weiß ich nicht, wo der hin will. Keine Ahnung, wo der jetzt hinläuft. Geländebeschaffenheit. Zack. Und danach Handelsposten. Ja, eigentlich, ne? Müssen wir ja schon machen, ne? Den Tauschhandel hier ist schon ziemlich nice. Ich höre was stapfen. Da. Wieso kommen die denn hier? Okay. Okay. Hier geht mal schön hier rüber kurzfristig. Nur mal kurz. So. Das machen unsere... Oh, oh. Du bleibst schön hier. Okay. Okay. So, ihr Jäger könnt auch schon wieder hier rein. Weil ihr macht ja auch Fernkampfschaden, wenn ihr auf den Typen drauf ballert. Das heißt, ihr könnt da gerne mithelfen. So, macht ihn einfach mal platt. Okay, danke schön. Das war doch wunderbar. So, dann könnt ihr jetzt hier rüber gehen und... Alter, jetzt haben die tatsächlich da angegriffen hier. Unglaublich. Steinbruch wurde gebaut. Ach, schön. Ah, du hast hier sonst nichts zu tun, ne? Ja, was machen wir sonst mit dir? Gehst du mal hier hin erstmal. So, wir brauchen ein paar Brauer. Damit wir ein bisschen mehr Zufriedenheit bekommen. Ja. Hm. Geht so nach und nach nur ganz langsam voran, ne? Das heißt, das hier ist das Gebiet, was wir uns als nächstes schnappen. So. Swan und... Ja, Swan kann dann gleich mit Jofnadr dann wieder vorangehen. Was ist da? Da kommt der nächste Angriff der Riesen. Okay. Okay. Oh ja, da kommt jetzt aber ziemlich... Da geht ja ziemlich was ab hier, ne? Okay. So. Okay. Zack. Schnappt sie euch. Schnappt euch den komischen Riesen da. Der muss einmal weg. Und dann möchte ich mir auch dafür sorgen, dass wir noch mehr Nahrung kriegen. Ne? Wir haben nicht so wahnsinnig viel Nahrung hier nach wie vor. Speer wurde verletzt. Okay, dann komm mal kurz zurück. Damit du geheilt werden kannst. So, dankeschön. Ihr seid fertig. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Schön. Dann können wir auch gleich noch weitermachen. Und auch gleich noch mehr Wissen produzieren. Aber erstmal vielleicht hier... Hier, kostenlose Forschung haben wir gekriegt. Finde ich sehr gut. Wir machen Tauschhandel. Und als nächstes wahrscheinlich Handarbeit. Ist, glaube ich, ganz geschickt. So, hier bauen wir jetzt eine Fischerhütte. Danach hier auch nochmal ein Lagerhaus. Ihr könnt hier hin. So, du kannst auch schon mal hier rüberkommen. Und du kannst auch hier rüberkommen. So, wir brauchen euch. Genau, dann hier Handarbeit. Und dann kann ich als nächstes hier weiter mal. Unser Feind schickt Jötner. Ja, ich weiß, die kommen jetzt bald schon wieder. Und dann muss ich wahrscheinlich erstmal Pelzmäntel auch erforschen oder so. Damit unsere Einheiten nicht geschwächt sind. Mal gucken. So, hier hinten auch vielleicht einen Verteidigungsturm hinsetzen. Ich habe echt nur hier Leute. Das gibt's doch gar nicht. Hier, du kannst da schon mal hingehen, ja, ne? Kümmere dich schon mal um die Fische. So. Immer noch minus 5. Kann doch alles nicht wahr sein, ey. Wieso? Ich habe doch so viele Nahrungsmittel hier. Warum macht das denn nichts? Komisch. Schon sehr merkwürdig. 20 von 26. Okay. Ja, zwei Heilkundige, ne? Ein Berg... Mann, der hier fröhlich Eisen hackt. 6 Eisen gibt es da noch, okay. Danach kann er sich um Steine kümmern. Eins nach dem anderen halt, ne? So wie es läuft. So, jetzt gucken wir mal. Plus 4, okay, gut. Jetzt gibt es schön Nahrung. Aber trotzdem, es ist nicht so viel, ne? Es ist nicht so viel, wie ich gerne hätte.
Und sobald der Winter reinbricht, oh, werden wir auch richtig Minus kriegen. Oh, weia. Das ist aber echt nicht so nice, ne? Muss ich echt was machen hier? Kriegen wir bald mal wieder einen neuen Dorfbewohner? Ja, okay, erstmal hier. Handarbeit. Produktionsbonus. Okay, Produktionsbonus und weniger Instandhaltungskosten. Meine Güte. Ja, mal sehen. Gleich bricht der Winter herein. Danach müssen wir schauen, dass wir hier unsere Zufriedenheit weiter erhöhen. Und dann werden wir beim nächsten Mal vielleicht schon so langsam uns auf die Angriffe bereit machen. Ich weiß es nicht. Eigentlich möchte ich auch gerne die gesamte Karte besiedeln, aber ich glaube, das wird schwer. Mal sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.